Archaische Periode, zweite Dynastie. Dynastie 2 oder die zweite Dynastie der ägyptischen Pharaonen dauerte von 2890 bis 2700 vor Christus. Und gehört zusammen mit Dynastie 1 zur archaischen Periode. Es gibt keinen klaren Bruch zwischen der ersten und der zweiten Dynastie. Einiges deutet darauf hin, dass in dieser Zeit eine Befriedung zwischen Ober- und Unterägypten erreicht wurde, was sich im Namen des ersten Königs, Hetepsut-Djamui, widerspiegelt, dessen Name, die beiden Mächte sind in Frieden, bedeutet. Die zweite Dynastie markiert das Ende der archaischen oder tinnitischen Periode. Diese Dynastie zeichnet sich durch eine Stärkung der absoluten Macht auf der Grundlage einer zentralisierten Organisation und einer intensiveren Nutzung der Schrift aus, die zu einer Zunahme der Bürokratie und als Mechanismus zur Kontrolle der Macht führen wird. Die Stadt Memphis wird zur Hauptstadt des Nordreichs unter Unik und Senet. Es gibt Anzeichen für eine Krise der Rivalität zwischen den Städten Tinis und Memphis, die sich auf der Stele von Peripsen widerspiegelt, wo der Name des Seth den Namen des Horus ersetzt. Die Könige der zweiten Dynastie hatten Konflikte mit den Nubiern, aber am Ende der Dynastie gelang es ihnen, den Norden des Landes mit Kasekhemui zu befrieden. Zu Beginn dieser Dynastie lag der politische und kulturelle Schwerpunkt eher auf Unterägypten. Die Pharaonen wurden in Saqqara begraben. Dies war eine Zeit der politischen Instabilität, in der einige Pharaonen nur in Unterägypten anerkannt wurden. Pharaonen der Dynastie 2. Hetepsekhemui war der erste Pharao der zweiten Dynastie Ägyptens und regierte von 2890 bis 2862 vor Christus. Sein Name bedeutet, die beiden Mächte sind in Frieden, was auf das Ende der Kämpfe zwischen Unter- und Oberägypten hinzudeuten scheint. Er gilt als Initiator der zweiten Dynastie, aber es ist nicht sicher, welche Beziehung zwischen ihm und der vorangegangenen Dynastie bestand, denn es wird angenommen, dass er nicht der Sohn von Ka war. Es ist möglich, dass Hetepsut-Djamui durch die Heirat mit einer Prinzessin auf den Thron kam. Nach seiner Herrschaft werden die gleichnamigen Tafeln der I-Dynastie nicht mehr verwendet und durch zylindrische Siegelabdrücke ersetzt. Sie enthält die Namen von Beamten, aber keine Informationen über politische oder religiöse Ereignisse. Es wird angenommen, dass Hetepsut-Djamui durch eine von seinem eigenen Bruder organisierte Verschwörung vom Thron gestürzt wurde. Nebra oder Raneb war der zweite Pharao der zweiten Dynastie Ägyptens, er regierte von 2862 bis 2823 vor Christus. Während seiner Herrschaft galten die Ochsen Apis in Memphis, Nevis in Heliopolis und der Widder in Mendes als Götter. Heute weiß man, dass der Kult der Apis-Ochsen mindestens auf den Beginn der ersten Dynastie zurückgeht. Memphis war die Hauptstadt des altägyptischen Reiches und der Nomo von Unterägypten. Sie lag südlich des Nildeltas, in der Region zwischen Unter- und Oberägypten. Heliopolis war eine wichtige Stadt in Unterägypten. Die Stadt lag nordöstlich der Stadt Kairo, in der Nähe des heutigen Flughafens, etwas entfernt vom Westufer des Nils, mit dem sie durch einen Kanal verbunden war. War eine altägyptische Stadt im Bereich des Nildeltas, die dem modernen Tell el-Ruba oder Tell al-Ruba entspricht. Nünecher war der dritte Pharao der zweiten Dynastie Ägyptens, er regierte von 2823 bis 2788 vor Christus. Der Stein von Palermo erwähnt die Feier zahlreicher religiöser Feste, die Durchführung von Volkszählungen und die Zählung des Viehbestandes, alle 2 Jahre. Er setzte die von seinen Vorgängern begonnene Politik der Annäherung an den Norden des Landes fort, um die vom ersten Pharao Menes begonnene Einigung zu konsolidieren. In dieser Regierungszeit wurde festgelegt, dass Frauen die königliche Macht ausüben konnten. Unik oder Vadunas war der vierte Pharao der zweiten Dynastie Ägyptens von 2788 bis 2780 vor Christus. Sein Name findet sich in der Königsliste von Abydos und in der Königsliste von Saqqara. Sein Titel erscheint auch auf einigen Gefäßen, die in den unterirdischen Lagerräumen der Stufenpyramide von Saqqara gefunden wurden. Senedi oder Senet war der fünfte Pharao der zweiten Dynastie Ägyptens. Er regierte zwischen den Jahren
2780 bis 2769 v. Christus. Die königliche Liste von Abydos nennt ihn Senidi. In der Königsliste von Saqqara ist er als Senidi aufgeführt. Nach dem Tod von Senidi wurde Ägypten nicht mehr von einem einzigen Pharao regiert. Neferkara oder Seneferka war der sechste Pharao der zweiten ägyptischen Dynastie, von 2769 bis 2764 v. Chr. Sein Horusname könnte Seneferka gewesen sein. Er ist nur durch Hinweise in den ägyptischen Königslisten und Inschriften mit dem Namen Seneferka bekannt, die auf Gefäßen in einem Grab in Saqqara gefunden wurden. Dieser Pharao erfreute sich großer Beliebtheit. Neferkasuqa. Neferkasuqa war ein Herrscher der zweiten Dynastie von Ägypten. Er regierte von 2764 bis 2756 v. Chr. Sein Name erscheint in der königlichen Liste von Saqqara und im königlichen Kanon von Turin. Er könnte ein Herrscher gewesen sein, der nur in der Region des Nildeltas regierte. Hudjefa. Hudjefa war ein Herrscher der zweiten Dynastie von Ägypten. Er regierte von 2756 bis 2754 v. Chr. Sein Name erscheint zwischen Neferkasuqa und Yasecermui in der Königsliste von Saqqara und im königlichen Kanon von Turin. Möglicherweise war er ein Hierarch, der nur in der Region des Nildeltas herrschte. Ahemit Pirenmat war ein Pharao aus der zweiten Dynastie Ägyptens. Er regierte in den Jahren 2754 bis 2744 v. Chr. Es ist möglich, dass Sekhemib mit dem unter dem Namen Horus Peribsen bekannten König identisch ist. Er war ein Herrscher, der aus unbekannten Gründen, vielleicht aus religiösen Gründen, seinen Namen von Horus änderte, als er regierte. Er bestieg den Thron unter dem Namen Horus Sehemib, änderte ihn aber später in Seperibsen, vielleicht wegen einer Revolte des Nordens gegen den Süden Ägyptens. Es wird angenommen, dass er Memphis verließ, Set repräsentierte Oberägypten und Horus war der Beschützer von Unterägypten und sich in Abydos im Süden neu bestatten ließ, womit er zu einer Tradition zurückkehrte, die von seinen Vorgängern gebrochen worden war. Möglicherweise war zu dieser Zeit die Macht geteilt und es herrschten zeitgenössische Könige, die Ober- und Unterägypten voneinander trennten. Sekhemib Pirenmat war ein Pharao der zweiten Dynastie Ägyptens. Er regierte von 2754 bis 2744 v. Chr. Es ist möglich, dass Sekhemib mit dem unter dem Namen Horus Peribsen bekannten König identisch ist. Er war ein Herrscher, der aus unbekannten Gründen seinen Namen änderte, als er regierte, vielleicht aus religiösen Gründen, vielleicht aber auch als Folge eines Aufstands des Nordens gegen den Süden Ägyptens. Er bestieg den Thron unter dem Namen Horus Sehemib, änderte ihn aber später in Seperibsen. Es wird angenommen, dass er Memphis verließ, denn Set repräsentierte Oberägypten und Horus war der Beschützer von Unterägypten, und dass er nach früherer Überlieferung in Abydos im Süden begraben wurde, womit er zu einer Tradition zurückkehrte, die von seinen Vorgängern gebrochen worden war. Möglicherweise war zu dieser Zeit die Macht geteilt und es herrschten zeitgenössische Könige, die Ober- und Unterägypten voneinander trennten. Kasekim, möglicher Pharao der zweiten Dynastie der archaischen Periode Ägyptens, regierte von 2734 bis 2727 v. Chr. Sein Name Horus wurde auf einem Stelenfragment eingraviert, das im Ägyptischen Museum in Kairo aufbewahrt wird. Viele Gelehrte sind der Meinung, dass Kasekim nach der Wiedervereinigung des Landes seinen Namen in Kasecermui änderte, als einen anderen Titel, der nach der nationalen Aussöhnung angenommen wurde, die durch die Rebellion im Süden gefährdet war. Kasekemui war der letzte Pharao der zweiten Dynastie und der archaischen Periode Ägyptens, auch Timit-Periode genannt. Er regierte von 2727 bis 2700 v. Chr. In der königlichen Liste von Abydos ist er als Duadjai aufgeführt, in der königlichen Liste von Saqqara wird er als Bebi zitiert. Er gilt
gilt als derjenige, der die beiden Länder, Ägypten, die nach der Herrschaft von Peripsen geteilt waren, unter seiner Herrschaft wieder vereint hat. Er schlug die Aufstände des nördlichen Nomos nieder und festigte durch seine Verbindung mit der Prinzessin Nematepi, die aus Unterägypten stammte, seine Macht über das gesamte Gebiet. Es wird angenommen, dass er bei der Wiedervereinigung des Landes seinen Namen von Kasyim in Kasyjemui änderte, da er nach der nationalen Aussöhnung, die durch die Rebellion im Süden gefährdet war, einen anderen Titel annahm. Kasyjemui verlegte die Hauptstadt nach Hierakonpolis im Süden des Landes und war das erste und letzte Mal, dass Ägypten von dieser Stadt aus regiert wurde. Er bekräftigte die nationalistische Gesinnung und führte den Horas- und den Seth-Kult wieder ein. Zur Zeit des Kasyjemui wurde in Hierakonpolis die imposante Nehenanlage errichtet. Der Komplex des Kasyjemui ist ein riesiges Bauwerk, das als Shunet el-Zebib, das Lagerhaus der Pfeile, bekannt ist und sich in der Wüste, 2 Kilometer von seinem Grab entfernt, befindet. Es handelt sich um ein enormes rechteckiges Bauwerk mit den Maßen 123 x 64 Meter, mit 5 Meter dicken und 20 Meter hohen Lehmwänden, die in Form einer Palastfassade verziert sind. Große Teile der Mauer sind noch erhalten und etwa 5000 Jahre alt. Seine Grabstätte ist Grab 5 in der Nekropole von el-Kab in Abydos. Das Grabmal ist viel größer als das seiner Vorgänger, und die Grabkammer ist aus Stein gebaut, die erste ihrer Artikel. Für weitere Videos über Geschichte, Mythologie, Kunst und tiefe Reflexionen, besuchen Sie meinen Kanal Total History. Nächstes Video, Antikes Reich, Dynastie 3.